Ey, das erinnert mich gerade so an Until Dawn. Oh Gott, ich will da nicht rein. Lass mich hier raus. Hilfe? Hallo? Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Vor allem ist Ethan ja da rein, weil er diesen Schläfer finden wollte. Spiel ist sogar ab 16, ursprünglich ab 18. Yay. Circa 5 Stunden. Gott, wir haben jetzt die Hälfte. Sogar weniger als die Hälfte, weil ich einmal nochmal zurück bin. So, jetzt wird Tag wieder viel besser lange. Sehr schön. Das freut mich. Ich frage mich gerade, wieso der Strom noch geht und die Umgebung verranzt aussieht wie 20 Jahre verlassen. Du, die Lok ging auch noch. Das ist der Aufzug von vorhin, von dem Turm. Nach unten. Nein, ich will nicht nach unten. Hast du einen Knall? Ich will nach oben. Da geht's nicht weiter, ne? Wegen der Kurbel, ja, aber trotzdem muss sie ja noch funktionieren. Die Drähte müssen ja fest. Oh mein Gott. Müssen ja fest sein. Nee, ich will nicht. Das Schlimme ist, egal wo ich hingucke, wenn ich hier hingucke, sehe ich das Bild. Wenn ich hier hingucke, sehe ich das blöde Spiel. Und wenn ich hier sehe, gucke ich das blöde, sehe ich das blöde Spiel. Ich will nicht. Ich möchte das nicht. Warum zum Fick spiele ich dieses Spiel? Nehme es dann den Horrorspieleabend wieder aus meinem Belohnungssystem raus, wenn ich das schon so einfach so spiele. Genau, wir hören jetzt dann einfach irgendwie nach 4 Stunden auf. Spiel ist einfach nicht mehr weiter. Aber wobei, es geht auch nicht. Es ist Live-Let's Play, ne? So eine Scheiße. Dieser dumme Stein hat gerade ausgesehen wie ein Gesicht. Du musst bis zum Ende durchhalten. Ja. Nur weil es ein Live-LP ist, heißt es nicht, dass ich es jetzt direkt anfange rauszuhauen. Sondern ich kann ja auch erst warten, bis ich das fertig gespielt habe und dann raushauen. Ich mag die Musik hier nicht. So dunkel, als dass ich was sehen könnte. Sag jetzt nicht, das ist eine Waffe. Spitzhackenregal. Leerer Platz. Schlecht für uns. Spitzhacke, 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 Spitzhacke.
Ich sehe halt nichts. Da im Dunkeln steckt sie irgendwo in der Wand. Okay. Ich will mit dir geteiltes Leides halbes Leid. Dankeschön, Prinzesschen. Schön. Wasser. Aber es hat nicht nur ihr nichts gesehen, ich habe auch nichts gesehen. Auf das Schloss von außen? Ob vertrunken, postmortal vor dem Tod? Berühren? Okay. Wir müssen noch ein paar Hinweise finden. Ich will nicht mehr. Und hier müssen wir schon wieder so eine blöde Kurbel finden. Na, vorwärts kann ich ja nicht. Muss ich jetzt so gesehen rückwärts. Was probiert das denn jetzt, wenn ich hier rückwärts fahre? Oder muss ich mit viel Wucht vor? Sieh mal einer an. Nee, halt mal. Ich mag das hier nicht. Ich fahr doch jetzt safe wieder nach rechts, nehme ich mal. Halt! Geh mal raus hier. Da ist Hacke, ja, habe ich gesehen. Warum kann ich die nicht nehmen? Muss jetzt wieder so weit zurückfahren, dass die im Licht ist, oder was? Ah. Okay. Ja, hab sie schon gesehen. Ich wollte nur nicht noch ein Stück zurückfahren. Nehmen. Ich pack die mal gleich zurück. Ich möchte nicht mehr. Berühren. Wie weit gehen die denn? Hier, 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 hier. Hoch? Ach, das ist die Olle jetzt, die tot ist. Okay. Der hat die Spitzhacke genommen. Oha, Leute, ist irgendwas Spannendes passiert? Mir ist gerade mein Laptop gestorben. Musste komplett neu starten. Hoi. Nee, ich habe nur eine Spitzhacke gefunden. War nichts Spannendes. Der hat sie umgebracht, okay.
Ich würde mal sagen, eins. Zwei, weil der hat da keine Spitzhacke in der Hand. Drei. Vier. Fünf. Honey, he probably ran. Why wouldn't he? Why would he be here? Shit. That was probably a raccoon. No. No, I don't think it was. He's just a kid. He didn't disturb anything. He just found a room in an old house. That's it! Oh boy, is the price. I'm going up there. The sleeper must not sleep. He can't get away. It's the sleeper's time to awake. Missy, listen to yourself. No. I see clearly. The sleeper breathes inside me. You're sick. We all are. Dale, what are you doing? Das ist echt ein verdammt grausamer Tod. Where's Mom? I thought I heard her voice. She's still looking for you. You need to leave. Go through there. Through that water? It kind of looks like it's boiling. No, it's just a simple chemical reaction. It's not actually boiling. Mom! Mom! Where are you? I'll deal with your brother. Just go, now. Garage freigeschalten. He didn't kill his wife. She was no longer who she once was. Neither was he. Something was using all this pain and death. Something was becoming stronger. Was? Okay, jetzt ist die Mutter tot. Keine Ahnung, warum gerade die Schrift so verschwimmt. Ich will eigentlich nicht anhalten und da links reingehen. Jetzt müssen wahrscheinlich alle dran glauben. Dann erst erfahren wir, wo Ethan ist. Es geht immer weiter runter. Ich will da nicht runter. Das ist gerade auf meinen Ohrhörern geknackst. Auf meinen Kopfhörern. Oh mein Gott, hat's mich jetzt... Bin ich jetzt erschrocken. Siehst du die Warnung? Geh nicht weiter. Siehst du diese Warnung? Ist unser Ritual fehlgeschlagen. Siehst du diese Warnung? Bleibt das Seemonster verschlossen. Ich sag immer, ich will da nicht hin und gehe dann trotzdem dahin.
Huch. Schön, ein Plan. Der hilft mir nicht viel, wenn ich nicht mitnehmen kann. Was zum Fick? Ich will nicht weiter. Schön, diese Musik jetzt auch noch. Wer hat denn diese ganzen Kerzen angezündet, Mann? Ich bin jetzt hier. Danke, Spiel, dass du mir das sagst. Doch. Dieses Spiel braucht das F-Wort. Ja, was zum Teufel ist denn ein Seemonster? Und warum bin ich hier? Warum gehe ich da rein? Und warum knackst du schon wieder vor meinem Fenster? Ah, oh Gott, oh mein Gott, da liegt ja jemand. Ich möchte nur erwähnen, dass ein Buch von H.P. Lovecraft. Ja. Nein. Mir eigentlich egal, wer hier zum Schluss kommt. Wo willst du denn jetzt hin? Laufe ich dir nach? Der bringt uns bestimmt hier raus. Alter, warum fliegst du denn so weit? Oh nein, das ist eine Tür. What the fuck? Er ist nicht tot, der ewig liegt. Der Gott der Urzeiten hat jetzt... Der Gott der Urzeiten hat die Zeit besiegt. Lasst öffnen uns das alte Tor und schleifen, während des Wächters Blicke in die Ferne schweifen. Ruft unser Gott den einzig wahren. Er, der nicht sollte sein, trägt einen Namen. Verarschst du mich, Alice? Nein, ich will nicht den. Ich will untersuchen. Der fliegt jetzt bestimmt auch hier hoch, ne? Ah! Was? Ich muss die alle finden. Ich muss die wahrscheinlich alle finden. Ungeil. Extremely ungeil. Ich kenne mich halt null hier aus, ne? Ich weiß halt auch nicht, wie viele das sind. Jetzt bin ich da hinten. Das ist so schön. Ganz am falschen Ende. Da ist noch einer. Aber wie viele sind es denn? Ich habe die Ringe vom Tor nicht gezählt, ne? Das hätte ich vielleicht tun sollen.
Ich liebe Stargate, aber Lovecraftian Horror wäre mir lieber. Was? 10? 10 so Dudes muss ich jetzt finden. Okay, nein, ich mag nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ihr habt die Stimme nicht gehört, oder? Ich möchte nicht mehr. Nein, das hat ihm nicht nur gequietscht. Das war kein Quietschen. Für euch schon, ja, für mich nicht. Alter. Ah. Da war eine Stimme. Safe. Ich will nicht mehr. Ich schwitze ohne Scheiß. Ihr könnt euch das gerade gar nicht vorstellen. Scheiße, hätte ich das alleine gespielt, es wäre niemals rausgekommen. Never. Wäre ich überhaupt bis hierher gekommen. Niemals. Das wäre auf ewig in der Verdammnis gelandet, dieses Spiel. Lauf mal wieder diesem blöden Fliegeding hinterher. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Nein. Ich höre jetzt auf. Nee. Oh mein Gott. Ich höre jetzt auf. Seid mir bitte nicht böse, aber ich höre jetzt auf. Ja. Ich spiele das irgendwann mal weiter. Wenn ich mich wieder beruhigt habe. Aber das war's jetzt für mich. Ja, vielleicht kommt dieses Let's Play niemals raus. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lasse ich das jetzt. Vielleicht sehen wir es bei der nächsten Folge. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auf Wiedersehen. Oh mein Gott!